Der Katzenjammer ist wieder einmal groß an den Märkten. Die politische Pattsituation in Italien hat für Kurseinbrüche gesorgt. Allerdings ist Italien nicht das einzige Krisenland, auf das die Welt im Moment schaut. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Börse Stuttgart Anleihenforum. Amerika, die größte Volkswirtschaft der Welt, kämpft nämlich mit massiven Problemen. Und deswegen setzt die Notenbank auf eine ultralockere Geldpolitik. Eine Politik, die Notenbankchef Ben Bernanke gegen alle Kritiker vehement verteidigt. Ben Bernanke ist von seinen Maßnahmen überzeugt. Der Nutzen des billigen Geldes sei größer als die Risiken, so der US-Notenbankchef in einer Rede vor dem US-Senat. Bernanke verweist vor allem auf die kritische Lage am Arbeitsmarkt. Deswegen sollen auch die Anleihenkäufe fortgesetzt werden, bis sich die Aussichten substanziell verbessert haben. Die Fed gibt jeden Monat 85 Milliarden Dollar für ihre Programme aus. Maßnahmen, die sogar innerhalb der Notenbank umstritten sind. Trotzdem will Bernanke an seinem Kurs festhalten. Im Vergleich zu seiner letzten Rede vor dem Senat vor 6 Monaten ist er aber auch optimistischer geworden. So deuten die jüngsten Konjunkturdaten laut Bernanke darauf hin, dass die Wirtschaft in den USA angezogen hat. Die Euro-Krise wiederum sieht der Fed-Chef nicht mehr als Belastungsfaktor. Ganz im Gegensatz zu den möglichen Ausgabenkürzungen in den USA. Am Freitag drohen automatische Einsparungen wirksam zu werden. Bis September könnte der Haushalt dann nach dem Rasenmäherprinzip um bis zu 85 Milliarden Dollar eingekürzt werden. Vorausgesetzt, die Republikaner und die Demokraten finden vorher keinen Kompromiss. Geht es nach Bernanke, muss der aber dringend kommen. Andernfalls könnte das Wachstum der US-Wirtschaft signifikant belastet werden, so der Fed-Chef. Kein Wunder also, dass Bernanke erst einmal in Alarmbereitschaft bleibt. Von der Wirksamkeit seiner Maßnahmen ist er jedenfalls weiter überzeugt. Dann wir sprechen jetzt über das Thema. Ich begrüße Michael Bloss. Er ist Wertpapierspezialist bei dem Europäischen Institut für Financial Engineering und Derivateforschung. Herr Bloss, Fed-Chef Ben Bernanke hat wie erwartet seine Geldpolitik vor dem US-Senat verteidigt. Wie kommen die Äußerungen denn an den Märkten an? Naja, es ist ja jetzt wirklich nichts Neues, was er da gesagt hat. Man ist zwar davon ausgegangen, dass man irgendwann mal ein Signal sendet, wegzukommen von dieser ultralockeren Politik, aber das hat sich jetzt einfach in die Zukunft verschoben und deswegen ist es für die Märkte jetzt wirklich nichts Neues gewesen. Es war eigentlich nur ein Wiederholen der bereits ja bestehenden Politik und ein weiter Fortsetzen dieser. Er hat ja noch mal betont, dass er die Anleihenkäufe so lange fortsetzen will, bis die Situation sich auf dem Arbeitsmarkt doch substanziell verbessert hat. Könnte es also auch bedeuten, dass die Fed die Programme bis ins nächste Jahr ausdehnt? Das ist durchaus drin, denn es dreht und angelt alles um den Arbeitsmarkt. Wie viele Menschen kommen in Lohn und Brot? Wie viele Menschen stehen nicht mehr auf der Payroll vom Staat selbst? Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und Bernanke hat ja Zeit. Es ist ja nicht so, dass er sagt, ich brauche das jetzt im dritten Quartal 2013 abschließend bearbeitet, sondern er kann es rein theoretisch auch ins nächste Jahr schieben. Also es ist durchaus drin, dass wir auch nächstes Jahr hier, zumindest im ersten Quartal weiter, dieses ultralockere Programm sehen werden. Es sind ja nicht alle mit diesem Programm einverstanden. Auch innerhalb der Fed gibt es jetzt kritische Äußerungen. Was würden Sie sagen? Wie groß ist das Konfliktpotenzial bei dem Thema? Na, es würde ja schon schwer wundern, wenn da alle mit einverstanden wären. Und er wird ja Helikopter-Ben genannt. Also das zeigt ja, glaube ich, schon relativ viel auf. Also hier ist natürlich Konfliktpotenzial da, allerdings meiner Ansicht nach eine glasklare gemeinsame Richtung erkennbar. Also nicht so, dass es hier darum gehen würde, ihn aus dem Amt zu drängen oder ihn hier irgendwie zu destabilisieren, auch von den Ratsmitgliedern. Also ich glaube, das würde man vielleicht in den Medien ganz gerne sehen, aber da ist relativ wenig dran. Die Euro-Krise ist ja laut Bernanke kein Belastungsfaktor mehr für die USA, dafür umso mehr für die EZB. Wie beurteilen Sie die Strategie und die Bemühungen der EZB jetzt im Kampf gegen die Krise? Naja, die EZB ist im Augenblick ihrem Projekt treu geblieben. Sie versucht alles mit billigem Geld zu retten. Das ist schon fast ein bisschen hilflos, aber etwas anderes bleibt ihr eben auch nicht übrig. Was macht die EZB? Sie kauft sich Zeit. Und das hat bisher ganz gut funktioniert. Allerdings muss man auch ganz klar eines sehen, durch diesen Zeitkauf wird kein Problem wirklich angegangen. Die substanziellen Probleme in den Schuldenländern, das sind wirklich systemische Probleme. Die brauchen ein größeres Bruttoinlandsproduktwachstum, die brauchen ein Geschäftsmodell. Die müssen von der Arbeitslosigkeit runter, vor allem von der Jugendarbeitslosigkeit runter. Die brauchen eine Perspektive. Und das kann ihnen die EZB so nicht bieten. Das kann nur die Politik. Und die EZB versucht, durch diese ultralockere Geldpolitik der wirklichen Politik Zeit zu verschaffen. Und das ist aber alles. Und ich denke, jetzt muss die Politik wirklich reagieren. Hier müssen einschneidende Maßnahmen beschlossen werden, weil sonst hält die EZB das auch nicht mehr lange durch.
An welche Maßnahmen denken Sie da? Beispielsweise hat ja Jens Weidmann, der Bundesbankchef, gesagt, dass Frankreich und Deutschland zusammenarbeiten müssen, um die Krise zu bewältigen. Frankreich und Deutschland müssen zusammenarbeiten. Es sind die zwei größten Geberländer in diesem System. Aber Sie sprechen Frankreich schon an. Deswegen möchte ich kurz darauf eingehen. Das ist ein Problemfall mittlerweile. Wir haben kein Land in der Eurozone außer Frankreich, das so stark im Bruttoinlandsprodukt von den Ausgaben des Staates abhängt. Hier haben wir fast 50% Abhängigkeit. Und was passiert eigentlich, wenn Frankreich kippt? Und denen geht es ja im Augenblick auch nicht wirklich blendend. Also hier sehe ich große Risikofaktoren. Zurückkommend auf Ihre Frage. Was muss die Politik machen? Sie muss die Probleme an der Wurzel packen. Sie muss Geschäftsmodelle einführen. Es müssen schlicht und ergreifend Gründungsprogramme her. Eine Art zweiter Marshallplan wird immer wieder ins Feld geführt. Ich denke, es reicht schon, wenn man aufzeigt, ihr könnt Firmen gründen. Ihr kriegt vielleicht auch günstige Darlehen für die Firmengründungen gestellt. Man muss den Boden bereiten für Wachstum. Und das schafft man eben nicht nur damit, indem man spart und indem man Gelder druckt, sondern man muss wirklich neues Einkommen schaffen. Wir haben jetzt einige Beispiele gesehen. Zentralbanken arbeiten eng mit der Fiskalpolitik zusammen. Was sind die Gefahren bei dieser Zusammenarbeit? Naja, die Zentralbanken sollen eigentlich unabhängig sein, unabhängig von der Politik und unabhängig von deren Entscheidungen. Und im Augenblick vermauschelt und vermischelt sich das alles etwas. Und da muss man schon aufpassen, da muss man schon eine ganz, ganz klare Kante zeigen, was ist wirkliche Politik und was ist Zentralbankpolitik. Und ich denke auch, das ist durchaus alles machbar, wenn man die großen Probleme in den Griff bekommt. Im Augenblick verschwimmen die Grenzen fließend, da haben Sie recht. Michael Bloss, kurze Pause jetzt für Sie. Dankeschön erstmal für die Einschätzung. Wir sprechen uns gleich nochmal wieder. Dann schauen wir mal auf das Thema Schwellenländer. Jetzt schauen wir uns aber erst einmal das Bond-M-Segment an der Börse in Stuttgart an. Da schauen wir uns zuerst mal den Bond-M-Index an. Seit Jahresanfang konnte der sich von knapp 96 Prozentpunkten auf gut 98 Prozentpunkte hochhangeln. Besonders in den letzten Tagen kämpft sich der Index vor in die Richtung von der Marke 99 Prozentpunkten. Und wie das Ganze im Einzelnen aussieht, das verrät uns jetzt der Blick auf die Top-Performer der letzten Woche. Da sehen wir auf dem ersten Platz SIG Processing, gefolgt von Windreich. Platz 3 belegt Get Goods AG. Auf Platz 4 sehen wir Air Berlin, hier mit einer Laufzeit bis 2015. Und wir schauen uns auch natürlich die Umsatzspitzenreiter an. Da sehen wir auf dem ersten Platz Dürr, gefolgt von Centro Solar. Platz 3 belegt Air Berlin, hier mit einer Laufzeit bis 2018. Und auf dem vierten Platz ebenfalls Air Berlin, hier die Laufzeit bis 2015. Das jüngste Emerging Markets Investment Barometer von JP Morgan aus dem Januar zeigt eine gewisse Zurückhaltung der deutschen Anleger in Wachstumsmärkten. Der Anteil der Anleger, die bereits in den Wachstumsregionen der Welt investieren, ist gegenüber dem vergangenen Barometer vom November 2012 leicht zurückgegangen. Warum das so ist und ob die Anleihen der Schwellenländer nicht doch für den Anleger recht interessant sein können, darüber spreche ich jetzt noch einmal mit Michael Bloss. Herr Bloss, können Sie nachvollziehen, warum die meisten Anleger in Deutschland das Potenzial der Schwellenländer nicht ausnutzen? Naja, es ist schon ein bisschen nachvollziehbar. Die haben schlicht und ergreifend keine Erfahrung damit. Und wenn sie keine Erfahrung mit etwas haben und vor allem mit so einem heiklen Thema wie Schwellenländer, ist es natürlich ganz einfach, da scheut man sich erst einmal davon. Hat man gute Erfahrungen gemacht, ist das natürlich etwas anderes. War man damals zum Beispiel in Argentinien investiert, so wird man es heute wahrscheinlich nicht mehr anfassen. Also ich denke, es liegt größtenteils am Erfahrungshintergrund und einfach auch an der Tatsache, dass man nicht wirklich richtig hinsieht, nicht wirklich alles so einschätzen kann. Und da ist der deutsche Anleger doch oft relativ vorsichtig. Gilt das denn auch für die Anleger in Stuttgart? Ja, die Stuttgarter sind da nicht anders. Man sagt den Schwaben ja eher sogar nach, noch ein bisschen vorsichtiger zu sein als der Rest der Welt. Aber hier ist es schon auch so, wenn, dann hat man es selektiv beigemischt. Aber mehr sehen wir hier auch nicht. Wie sehr ist denn dieser Begriff Emerging Markets in den Köpfen mit Risiken belegt? Also grundsätzlich finde ich, der Begriff Emerging Markets ist mittlerweile völlig falsch. Als dieser Begriff entstanden ist, sprachen wir von wirklichen Schwellenländern, von Ländern, die im Prinzip am Wege Richtung Industrialisierung waren. Wenn wir uns heute Brasilien anschauen, wenn wir uns heute teilweise auch Indien anschauen, dann spreche ich da ungern noch von einem klassischen Emerging Markets. Da müssen wir uns irgendwann mal einen griffigen neuen Begriff einfallen lassen. Das passt irgendwie nicht mehr. Und ich denke, in den Köpfen ist doch meist auch noch das alte Bild drin. Denn
wenn man sich das anschaut, was sieht man denn von diesen Ländern, sieht man doch meist die alten Bilder, die alten Klischees, dass die allerdings heute mittlerweile hochtechnologisiert sein können. Das ist meist nicht wirklich ad hoc abrufbar. Was denken Sie, wie viel Potenzial steckt in diesen Ländern? Ich bin mir durchaus bewusst, dass wir hier sehr, sehr viel Potenzial sehen können, vorausgesetzt die politische Situation hält in diesen Ländern, das ist nicht gerade einfach, und auch vorausgesetzt der Boom in der Welt geht so weiter, sprich diese Länder wachsen auch in Form von jungen Menschen, was wir ja hier in Deutschland zum Beispiel nicht tun. Also da sind sehr, sehr viele Faktoren drin, aber kann man auch sehr viel Zutrauen haben. Man kann die ja nicht alle über einen Kamm scheren, diese Emerging Markets. Welche Länder sind dann ganz besonders interessant? Also ich persönlich bin großer Favorit von Brasilien und auch von Indien. Das liegt einfach an der Story, die dahinter steckt, an den Medien, die darüber laufen. Also sprich, Indien ist ja mittlerweile das Callcenter der Welt. Hier sind sehr, sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte anzutreffen. Hier wird sehr, sehr viel umgesetzt. Und Brasilien ist sehr, sehr rohstoffreich, ist eine sehr, sehr junge Bevölkerung. All das sind meine zwei Favoriten. Allerdings muss jeder das für sich selber entscheiden. Ja, denn es gibt natürlich auch gewisse Risiken, wenn man in Emerging Markets investiert. Worauf sollte man als Anleger denn besonders achten? Ganz klar, das sind keine saturierten Märkte. Wir sprechen hier nicht von Deutschland, Großbritannien oder den USA. Wir haben sowohl politische Risiken, die in diesen Anlagen drinstecken, und wir haben natürlich auch die großen wirtschaftlichen Risiken. Wir haben eine höhere Volatilität, wie es am Markt immer so gerne genannt wird. Das heißt, die Schwankungsbreite ist höher. Ich rate da grundsätzlich dazu, lege nicht alle Eier in einen Korb. Diversifiziere, streue das Volumen gut, und grundsätzlich gilt ja keine Blockpositionen bilden, und das gilt genauso auch in den Märkten. Market. Michael Bloss, für den Ratschlag vielen Dank, und vielen Dank auch für das Interview. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich fürs Einschalten. Wir sind schon wieder am Ende der Ausgabe Börse Stuttgart Online Forum. Die nächste gibt es dann wie gewohnt in einer Woche, dann am 8. März, wie immer um 9:30 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut.